Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian hier aus der Herzkammer der Bayerischen Landespolitik aus dem Plenarsaal im Maximilianeum im Bayerischen Landtag. Auch bei uns geht es heute um das Thema, das die Medienlandschaft in Deutschland dominiert hat in den letzten Tagen, um den großen Corona-Ausbruch bei Tönnies, beim großen deutschen Fleischerzeuger. 1300 Mitarbeiter von Tönnies haben sich zwischenzeitlich infiziert, sind positiv getestet worden. Und es wirft natürlich Fragen auf. Fragen zum Infektionsschutz innerhalb der Produktion im Fleischhandwerk, aber auch Fragen zu den Auswirkungen auf die Agrarstruktur, auf die Versorgung, auch auf unsere bayerische Landwirtschaft. Und solche Fragen hat uns die Anja aus Würzburg gestellt, die wissen will, wie wir als bayerische Regierungsfraktion zur Fleischbranche insgesamt und zum Ausbruch von Corona bei Tönnies stehen und welche politischen Schlussfolgerungen wir aus den aktuellen Geschehnissen ableiten. Ich beantworte diese Frage dieses Mal nicht selbst. Es ist vielmehr ein Frag-Fabian-Spezial mit einem Stargast. Und zwar deshalb, weil wir mit Johann Häusler, unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, einen wesentlich berufeneren Mund als mich haben, um diese Frage zu beantworten. Denn Hans war im echten Leben Vorermitglied des Bayerischen Landtags geworden, ist Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben, des größten, ja, eines der bedeutsamsten deutschen landwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen. Er stand knietief an der Spitze eines großen Players in dieser Branche, kennt sich bestens aus und kann deshalb vermutlich besser als alle anderen hier im Plenarsaal des Bayerischen Landtags beurteilen, was da bei Tönnies passiert ist, was das jetzt für Bayern bedeutet und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen sollten. In diesem Sinne, Hans. Ja, liebe Anja, auch herzliche Grüße von mir aus dem Bayerischen Landtag. Es ist tatsächlich so, dass also das Thema Tönnies und das Thema Corona-Ausbruch natürlich nicht nur die internationalen, die deutschen Medien, sondern insbesondere natürlich auch die deutsche und die bayerische Landwirtschaft ganz besonders betrifft und natürlich auch Fragen aufwirft, die nicht nur zu beantworten sind, sondern die auch Schlussfolgerungen nach sich ziehen. Denn der Betrieb Tönnies in Reda-Wiedenbrück ist die größte Schweineschlachtstätte Europas mit werktäglich bis zu rund 25.000 Schweinen. Die Firma Tönnies schlachtet rund Viertel aller deutschen Schweine, die in Deutschland gehalten werden, gehen zur Firma Tönnies. Ihr seht, wir haben hier einen sehr starken Konzentrationsprozess, der natürlich auch auf das Marktverhalten und auf die Absatzsicherheit unserer Betriebe einen wesentlichen Einfluss nimmt. Und jetzt zeigt sich natürlich in der Krise, dass natürlich auch solche großen Konzentrationen durchaus auch Schwächen aufweisen, anfällig sind. Bei allen Vorsorgemaßnahmen und bei aller sterilen Perfektion, die dort tatsächlich tagtäglich gelebt wird, kommt es natürlich vor, dass unter erschwerten Bedingungen, ich nenne mal die unterkühlten Temperaturen, die jetzt enge aufeinander arbeiten von Menschen in großer Anzahl, wir arbeiten doch rund 6.000 Menschen in dem Betrieb, dass das natürlich dann auch zu einer höheren Gefährdungssituation führt. Und wir haben jetzt genau dieses Ergebnis. Das heißt also, dass natürlich aufgrund der Schließung, die jetzt notwendig war, ja, auf der Schließung, natürlich auch dann entsprechende Warenströme unter Umständen nicht abgenommen werden können, die dann in andere Standorte verlegt werden müssen und die natürlich auch zu Rückständen dann oder beziehungsweise zum Zurückstellen in den bayerischen Ställen führen und auch zu Problemen bei den bayerischen Bauern. Was sagt uns das? Und ich glaube, und das ist, glaube ich, ganz wesentliche Schlussfolgerung für uns, und das haben wir auch als Freie Wähler in Bayern eigentlich immer ein bisschen auch als unser Kernthema gehabt. Wir müssen stärker auf die Regionalisierung, wir müssen stärker wieder auf den Mittelstand achten und wir müssen da entsprechende Fördermaßnahmen dann letztendlich auch greifen lassen. Das heißt also im Klartext, wir müssen schauen, dass wir die bayerischen Standorte sichern im Moment, um unsere bayerischen Bauern nicht stärker hier in diese Abhängigkeit zu bringen. Sie sind schon in einer gewissen Abhängigkeit, weil Tönnies ja auch zwei Schlachthöfe in Bayern betreibt, in Kempten und in Bamberg, die beide auch vorübergehend geschlossen sind. Ja. Das heißt also, wir müssen auch schauen, dass wir dauerhaft natürlich jetzt mittelständische Strukturen schaffen, die Akzeptanz dafür und damit natürlich auch die Wertschöpfung hier im Mittelstand, im Handwerk und letztendlich auch aufgrund der kürzeren Transportwege auch entsprechend natürlich auch Vorteile generieren, die a monetär zu Buche schlagen, aber auch b insbesondere natürlich auch gesellschaftlich von der Akzeptanz her eine ganz wesentliche Rolle spielen. Denn ich glaube, das ist auch eine Frage der Zeit und insbesondere, was heute die Menschen auch bewegt, die Herkunft, die Haltung und letztendlich dann auch die
die Würde auch des Tieres entsprechend dann aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist dadurch gewährleistet und möglich, dass wir hier in unsere mittelständischen Strukturen da das große Augenmerk richten und dauerhaft natürlich versuchen, hier auch die Tierproduktion, die Tierhaltung in unseren bäuerlichen Familienbetrieben in Bayern auf diese Weise zum großen Teil sicherzustellen. Was wir nicht dürfen, ist natürlich insbesondere das Ganze zu sehr emotional zu sehen, zu sehr auch zu ideologisieren, sondern ich glaube, die Tierhaltung ist ein ganz wesentliches Standbein unserer bayerischen Landwirtschaft. Das ist für unsere mittelständischen, für unsere Kleinbetriebe von existenzieller Bedeutung. Und dazu gehört natürlich auch dann letztendlich die Vermarktung und letztlich auch dann die Fleischgewinnung. Und ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir hier wahrzunehmen haben. Und ich bin da guter Dinge, dass mit unserer Beteiligung der bayerischen Staatsregierung das auch für Bayern erfolgreich gelingen kann. Ja, lieber Hans, ich sage vielen Dank nicht nur für die Bereitschaft, mit dabei zu sein bei Frag Fabian, sondern auch für den Einblick hinter die Kulissen der Fleischerzeugerbranche bei uns in Deutschland und insbesondere bei uns in Bayern. Insbesondere aber für den flammenden Appell für die Dezentralität und Regionalität hier bei uns in Bayern. Denn wenn es eine Chance in dieser Krise bei Tönnies gibt, dann ist es ja schon die, dass wir ein bisschen Rückenwind erhalten für unsere Position, wegzukommen von diesen großen akkumulierten Strukturen, wieder stärker auf den Mittelstand, auf die Dezentralität, auf unsere Metzger vor Ort zu schauen, um mal zu hinterfragen, ob es denn überhaupt nötig ist, die Schweine durch halb Europa zu fahren oder ob es nicht besser wäre, wenn wir wieder zu einer regionalen Produktion und einem regionalen Verbrauch kommen. Und das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ideologisch nicht erschlagen werden kann. Wir werden unseren Beitrag leisten zu dieser gesamtgesellschaftlichen Frage und darüber hinaus mit deiner fachkundigen Unterstützung, Hans, mit dir an der Spitze dieses Fachthemas. Ich hoffe, Anja, dass wir deine Frage damit beantwortet haben und dass auch mal wieder klar geworden ist, es mir wichtig zu sagen, was uns Freie Wähler ausmacht hier im Bayerischen Landtag, nämlich, dass wir schon ein bisschen ein Team, eine Mannschaft, ein Club von Fachleuten sind, die unterschiedlichsten fachlichen Hintergrund mit ins Parlament bringen, von dem dann die bayerische Staatsregierung auch entsprechend profitieren kann. Hans Häusler, ein Beispiel im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen bei Tönnies. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet die unten in den Kommentaren. Dann geht es vielleicht nächste Woche um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.